So sieht es aus, wenn sich Profis durch die Luft werfen. Wahnsinn, das ist Akrobatik pur, also Cheerleading, echt der absolute Hammer. Respekt. Und wir wollen heute mal gucken, wie sind eigentlich meine Fähigkeiten und vor allem, was braucht es, um letzten Endes ein Cheerleader zu sein. Zumindest viel Fleiß, das ist bei meinem Besuch der PSA, der Pro Spirit All-Stars in Mannheim, schnell klar. Einsteigen kann an sich jeder, der Lust hat, unabhängig vom Alter. Und Nachfrage ist da. Jetzt haben natürlich die ein oder anderen Sportarten so ein bisschen mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Wenn ich mich jetzt hier umgucke, würde ich sagen, das habt ihr null. Nein. Cheerleading ist auch voll im Kommen, ist momentan im Trend. Wir haben ganz viele Nachfragen. Wir hatten von Oktober bis April eine Warteliste sogar, wo wir Kinder dann erst ab April wieder aufgenommen haben, weil neue Kinder aufzunehmen, während wir in einer Meisterschaftsvorbereitung sind, ist schwierig. Weil wir können dann den Kindern nicht gezielt die Aufmerksamkeit geben, die sie brauchen. Aufmerksamkeit, die heute auch ich bekomme. Bevor ich allerdings richtig loslegen kann, heißt es warm machen. Und ganz ehrlich, schon dieses Vorprogramm hat es in sich. Geh zum Fernsehen, haben sie gesagt. Das ist einigermaßen gemütlich, haben sie gesagt. Heute weiß ich's besser. Verletzungen vorbeugen ist das Ziel und die Jüngsten der Truppe, die Peewees, dürfen mich daher beim Dehnen hart rannehmen und haben sichtlich Freude dran. So Jungen schon solche Schleifer. Ich merke, ich bin zwar fast so gelenkig wie eine Schaufel, aber ein Flickflack, mit Hilfestellung versteht sich, klappt zu meiner totalen Überraschung. Entsprechend traut mir das Team, um Cheftrainer Kai Freudenberger zu, eine Wurffigur mit Fabian zu machen. Du bist dir sicher, dass ich dich gleich hochschmeißen soll? Okay, ich bin gespannt. Denn der Athlet in der Luft, der Flyer, kann nur brillieren, wenn die Basis unten stimmt. Also lerne ich richtiges Greifen und Heben und dann hoch mit ihr. Und wieder runter. Läuft. Klar, dass ich nun einen Perspektivwechsel will. Für mich geht es jetzt darum, mal den anderen Teil noch kennenzulernen. Basis habe ich jetzt schon gemacht, also selbst hochgehoben. Jetzt lasse ich mich mal hochheben und die Arbeit da oben, glaube ich, die wird ebenso hart. Heißt Olli als Flyer, liebe Krankenkasse, keine Sorge. Ohne Körperspannung geht hier nichts und ich merke, wie wichtig das Team ist. Okay, ich habe jetzt aber auch eine sehr stabile Basis da unten, da wackelt gar nichts. Das fühlt sich wirklich an, als würde ich auf Beton stehen. Respekt, Jungs, wie geht's euch da unten? Gut, ja. Schön, mir hier oben auch. Fehlt nur noch der passende Abgang. Sitzt irgendwie. Also ab zur nächsten Lektion. Okay, und das wird meine nächste Übung sein. Nee, Spaß beiseite natürlich. Das gehört auch irgendwie dazu, wenn man es richtig drauf hat. Ist eine super Basis. Aber in Sachen Cheerleading habe ich heute drei Dinge gelernt. Erstens, es ist wahnsinnig spektakulär. Zweitens, es ist unfassbar anstrengend, also das ist schon richtiger Sport. Und drittens, es macht irre Laune. Also, wer Lust hat, einfach mal hier vorbeikommen. Die Jungs und Mädels nehmen euch gerne auf.